Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und naja, in diesem Video gibt es ein paar Infos und ja, alles weitere nach dem Intro. Und ja, in diesem Video wollte ich ein paar YouTube-Geschichten erzählen. Ja, also es geht eigentlich um YouTube und ja, mir macht YouTube so langsam keinen Spaß mehr. Also ich werde zwar nicht aufhören, aber ich werde so ein paar Sachen erzählen. Ich finde es, ja, naja, nicht wirklich cool, dass meine Abonnenten so inaktiv sind. Wenn, dann sehen bestimmt 3 Leute dieses Video, höchstens 5, 6. Weil ich glaube, dass an den Aufrufen, glaube ich, nur, dass mehrmals welche das anklicken. Damit ich denke, dass... Naja, ist auch egal. So. Ja. Ich wollte mal so ein paar Sachen wegen Schneiden erzählen. Das Schneiden macht mir zwar echt Spaß, aber ich kann ja mal sagen, wie viel ich in einem Monat insgesamt an Videos schneide. Insgesamt schneide ich 32 Stunden Videos in einem Monat. So, das sind 1,5 Tage. Nee, schon gar nicht. Boah, ich bin so ein Mathe-Genie. 2 Tage und 8 Stunden, irgendwie so, keine Ahnung. Zwar eine 1 in Mathe, aber juckt keinen. Ja. Also das ist echt scheiße, dass ich mir so viel Mühe gebe und keiner meine Videos schaut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich auf jedes Video in der nächsten Woche 10 Aufrufe habe, dann würde ich mich echt freuen. Zum Beispiel auf dieses hier. Und ja, in diesem Video wollte ich auch noch was über Vape erzählen. Vape-Kills und so werde ich abbrechen, weil ich brauche 1,5 Stunden, um die Scheiße zu schneiden. Jetzt kein Scherz, das ist, Alter. Heftig. 1,5 Stunden, das muss man sich mal vorstellen. Ach du Scheiße. Ja, das sind dann... Ja, ich muss aber sonst 64 bis 98 Stunden schneide ich dann an einem Tag. In einem Monat. So. Das sind 4 Tage, die ich in einem Monat insgesamt schneide. Und hier, das ist echt heftig, deswegen werde ich das abbrechen. Vape wurde ja eh jetzt abgebrochen, wird zwar bald weitergeführt, aber ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Lasst eine positive Bewertung da, würde mich auch freuen und tschüss.